Endlich Festwoche, heißt es seit Samstag in Kempten. Im Kornhaus begrüßte Oberbürgermeister Ulrich Netzer die Ehrengäste. Allen voran Ministerpräsident Horst Seehofer als Schirmherrn. Als im vergangenen Jahr Thomas Kreuzer die Festwoche eröffnet hatte, ging es unter den Allgäuern familiär zu, witzelte Netzer. Und wenn die jetzt nummer allgäuerisch schwätze tät, nachher tät die ja unterstelle, dass der Herr Ministerpräsident meine Sprache nicht verstand. Was heißt, dass der Chef weniger verstanden tät wie sein Minister in der Staatskanzlei? Und das geht ja gar nicht. Also, schwätze mal allgäuerisch. Da müssen wir jetzt durch, Herr Ministerpräsident, wir zwei. Und so gab es eine Dialektreise durch die vier Allgäuer Regionen. Werner Specht, stellvertretend für das Westallgäu. Da machen sie da eigene Gesichter. Was spielt, sie kennen es alle. Die Frontner Stubensänger aus dem Ostallgäu. Manfred Kraus für das Unterallgäu. Augen nickt mir zu. Ein Frieder kreist ganz Rieberg mir ins Herz. Er schenkt mir unserem Ländergrän seine Ruhe. Und die Jodlergruppe Oberstdorf als Vertreter aus dem Oberallgäu. In seiner Ansprache gab Horst Seehofer den Festgästen zwei Botschaften mit auf den Weg. Das Leben belohne Leistung und nichts gefährde Erfolg in der Zukunft wie Erfolg in der Gegenwart. Gleichzeitig lobte der Ministerpräsident die Allgäuer. Eine sehr breite Wirtschaftsstruktur haben und auch sehr tüchtige Unternehmen und Beschäftigte. Das ist das Erfolgsgeheimnis der Allgäuer. Die sind beharrlich, die sind geradlinig, die sind fleißig, die sind kreativ, einfallsreich. Und deshalb gehören die Allgäuer zum Besten, was wir in Bayern haben. Trotz Termindruck hatte Horst Seehofer Zeit für einen Plausch mit Bürgern. Auch die Jungs von Losermoll nutzten die Chance. Dann ging es zu Fuß zum Festgelände. Angeführt wurde der Zug von der Stadtkapelle Kempten. Begleitet wurde Horst Seehofer von seiner Frau Karin. Sie war das erste Mal dabei. Die letzte Eröffnung war es hingegen für Ulrich Netzer, zumindest als Oberbürgermeister. Natürlich kommt ein bisschen Wehmut auf, aber ich bin nicht dafür, heute da Wehmut zu zeigen, sondern das Allgäu zu repräsentieren. Und ich glaube, das ist uns bei der Festwocheneröffnung auch wieder ganz gut gelungen. Wie vielseitig das Allgäu ist, das hat Horst Seehofer an diesem Tag auf jeden Fall mitbekommen. Und vielleicht auch die ein oder andere Wählerstimme mehr.